Die Städte Winterthur und Zürich trennen sich rund 25 Kilometer. An diesem Abend spielte Winterthur auswärts gegen die Grasshoppers. Die Feindschaft der Winterthurer zu den Grasshoppers war immer schon sehr stark. Doch heute sollte es zu einem neuen Höhepunkt kommen. Die Partie konnten die Grasshoppers mit 3:0 für sich entscheiden. Jedoch kam es während dem Spiel zu einer Aktion, die schweizweit in der Szene diskutiert wurde. Denn die Grasshoppers präsentierten mehrere Zaunfahnen der Winterthurer Gruppierung. Jedoch wurde dieses Material nicht in einem unachtsamen Moment oder in einem Faustabtausch errungen, sondern bei einem Einbruch in einen Container. Dies wirft natürlich Fragen auf, ob dies eine ehrenhafte Aktion ist. Jedoch ist der Aufwand herauszufinden, wo dieser Container liegt, und dann einzubrechen auch eine Sache. Und noch zu erwähnen ist, dass die Basler bei der Jubiläumschoreo der Berner das gleiche Ding durchgezogen haben. Auf alle Fälle, wir überlassen es euch, wie ihr diese Aktion positiv oder negativ einstuft. Folgt uns für mehr.